Wir wissen jetzt, was die Leute denken. Sie mögen es nicht, wenn man halt einfach Leute abknallt und dann kommt Köpfe und so, finden die nicht gut. Das wissen wir jetzt. Das heißt, wir können uns jetzt den wesentlichen Dingen widmen. Was machen wir mit der Information? Ne? So, das kann man ja erstmal ausdiskutieren und dann kann man sich ja auch mal dem widmen, was man noch machen wollte, nämlich diese Überfälle. Auf Kosten der armen, kleinen Evo-Angestellten mal wieder. Die hassen Evo halt, ich weiß nicht warum. Und vermutlich, weil sie irgendwas hassen müssen und jeder liebt Horizon, dann bleibt da nicht mehr viel. Eine Auswahl. Auf jeden Fall, heute wird es dann also auch um diese Überfälle geben und das wird natürlich wieder viel Spaß und bleibt geil. Ha, weil ich ja alles schneide, kann ich nochmal dem Troll ins Wort fallen. Hört euch bis zum Ende hin alles an, dann kommt die Outro-Musik, dann kommt Trollis Gelaber nochmal und dann komme ich mal ganz kurz. Also bis zum Schluss. Tschüss. Ich weiß gar nicht, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir waren in dem Viertel und haben rausgekriegt, dass da irgendwelche Gänger, über die keiner reden will, am Start sind und irgendwelches Klamauk machen. Yep. Ah, wir haben eine Kamera aufgehängt, genau. Ja, genau, wir haben Kameras aufgehängt. Oder mehrere, ja. Und, das ist nämlich sau cool, wir müssen denen nichts mehr, was erfunden ist, anhängen, sondern wir können denen einfach den Scheiß anhängen, den sie wirklich machen. Das ist so gut. Ja, ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wie du das so vorstellst in einem jugendlichen Leichtsinn. Ich hoffe einfach, dass es so funktioniert, wie ich das mir vorstelle in meinem jugendlichen Leichtsinn. Ansonsten müssen wir einfach jeden erschießen. Habt ihr ein Datum von letztem Mal? Nee, ich habe mir kein Datum. Ich gucke mal auf mein Comlink, was da steht. Weil Flumi hat sich ja wieder ein paar Tage Zeit erbeten. Für irgendwelche Texte. Gut, dann lege ich das einfach fest, wenn wir nicht vorankommen sind, dann ist es ein Zeitriss. So, das ist ja nicht so schlimm. Okay. Wir wollten das doch relativ zeitnah den ersten Stil auf die Drohnen-Taxis machen. Was hat's denn da jetzt wieder an Zeit gebraucht? Meine Fresse. Ja, nicht viel. Dass die Frau immer Zeit braucht. 2-3 Tage mal. Zack, umziehen. Eine Umziehorgie wahrscheinlich wieder oder sowas. Du weißt doch, wie das ist. Die Weiber war vorm Spiegel stehen sie. Stundenlang und sehen danach immer noch gacke aus. Haben vielleicht dann sogar noch Kleidung an, weißt du wie? Dann musst du erstmal in die Ecke schuppen jetzt. Ja, das, Alter. Wenn die kommt, schuppen wir die einen in die Ecke, oder? Die schuppen mal sowas von in die Ecke. White Russian Gewalt gegen Frauen. TM. Verstehst du, Blumi, Frauen? Ich dachte, wir haben C. Hä? Nix. Er sagte TM, ich sag C. Ach so, Mumumu. Genau, darauf wollte ich hinaus. Mm. Ja. Ja, ja, ja. Erzähl mal auf den Kameras. Ja, was ihr seht, ihr hattet das hier würfelt, ich mach da jetzt nochmal. Bilder, oder? Mal. Nee, hab Videos. Rapist Van. Okay, ihr seht, da kommt halt der Van vom Acid an. Ihr seht auch, dass da, was hatte ich gesagt, 6 Leute. Moment, sechs was, Leute. Was? Der Van vom Acid kommt nein, an? Nein, der Mann der Woche ist doch, deswegen hat es hier auch die, ich dachte, ihr guckt schon ein bisschen länger, ne? Ja, gucken wir. Ich bin jetzt gerade etwas hängen geblieben. Wir waren doch jetzt gerade dabei, dieses Gebiet auszukundschaften und zu sondieren, ach so, ich dachte, wo ihr seid weg und wollten. Nein, also wir sind weggefahren, um quasi dann auf die Bilder zu gucken. Und wir wussten ja schon, dass das Acid wahrscheinlich mit den Leuten zusammenhängt. Also ja, da kommt der Acid. Ja, hallo? Das wusstest du nicht? Das haben die doch mehrmals gesagt. Gerüchteweise. Mhm. Also, Acid-Wagen taucht auf. Sie haben gesagt, eine Art Bus oder Van, das war nicht ganz klar, ob es der Evo-Wagen ist. Es war nicht 100% klar, aber man hätte es vermuten können. Also, ich bin da schon von ausgegangen. Es war nicht klar. Es war nicht klar, das kann man nicht, Vielleicht läuft doch so, wie ich mir das eingebildet habe. Mimi. Ha! Das ist mir eigentlich nicht relativ egal. Nicht aber später raus. Da können wir sowas eben nicht mehr machen. Was hab ich denn jetzt gemacht? Ich hab doch nur... Chillt, Leute. Bitte. Abbruch. Was geht mit... Was hockt denn euch für ein Furz heute quer, Alter? Ich stehe hier nur... Sehr geil.
Was, das, was sollen denn die Leute denken? Ist mir doch Rattenquatschen egal, ey. Aber den hast du schon verstanden, oder? Nee. Wegen der Folge, die wir nennen Leuten, wollten, was sollen denn die Leute denken, wegen Dellys ja, epischer... Ja, ja, ja. Nicht nur Dilly, Flummi ja auch. Ja, die hat sie doch auf die Flummi-Tour gemacht. Ich suche mir eine Mutti, die sind anfällig, weil ihre Kinder abschlachtet. Krankes Bastardkind, ja. Wer jetzt Flummi oder das Kind? Sowohl als auch. Dann ist die Antwort ja. Also, da kommt ein Van auf dem Dings von Evo. Ja, genau. Ja, genau. Zu dem Tag, den ich mir nicht aufgeschrieben habe, wenn die immer, ich glaube, es war Mittwoch, ne? Egal. Wenn, stimmt. Jetzt ist es Kabans Welt. Ernsthaft? Ja. Sehr gut. Also? Ich hab's echt nicht aufgeschrieben. Na, ist egal, es ist immer Mittwoch. Das können wir aber nur so lange durchziehen, bis die wieder da ankommt. Die Schlampe kommt. Der kommt in die Gasse gefahren. Und, da sind halt 6 Leute drin, das habt ihr gehört, dass da 6 Regierungsbeamte immer hart abdingsen und die laden da Zappeln. Kisten ist übertrieben, Kästchen aus an so einen Typen, der da rumsteht, der da schon eine halbe Stunde gewartet hat. Typ süß. Wie sieht der Typ aus? Ja, aus, er ist halt winterlich gekleidet, Vollbart, nein. Ja, doch, doch, ein paar Närbchen im Gesicht. Glatze? Na, übelste Rübennase. Mütze, Glatze. Das macht ja doch so ein bisschen Taschenbillard die halbe Stunde, ne? Ich meine, ziemlich markantes Kinn. Und ja, sonst kennt man nicht so viel. Der nimmt auf jeden Fall den Kram entgegen. Das ist insgesamt so viel wie wie so ein kleiner Wäschekiste-Dings da. Wie, es ist so viel wie 1,5 Bierkästen fassen. Wo? Oh. Das ist Material. Jo, das ist definitiv mal. Wenn wir jetzt noch wüssten, was es ist, damit wir, sind wir gerade zufällig in der Nähe? Wovon? Der Ecke? Keine Ahnung, ihr könnt euch das angucken und dann zufällig in die Ecke fahren. Da ja, bin ich wir nicht real, so. Gucken wir uns das Realtime gerade an oder was? Nee. Nee, also. Also ich nehme, das ist so nachts um 3 oder so. Also können wir da zwar noch hinfahren, wenn du das möchtest, aber nicht währenddem das ablöbt. Ja, richtig. Das war so die Frage, weil so, nee, wenn wir den jetzt so intercepten könnten und das Zeug mitnehmen können und gucken, was da drin ist. Also wenn da nämlich nur Plüschtiere drin sind, ist das nämlich total langweilig. Obwohl Plüschtiere sind cool. Vielleicht Plüschgranaten. Okay, das schneide ich jetzt wirklich raus. Wieso? Das war sogar witzig. Ich fand das gut. Und stell dir mal vor, du hast so einen Teddybär-Knopf im Auge, wenn das Ding detoniert. Das ist auch nicht so geil. Das ist schon ziemlich fies. Das kneift ganz schön an der Poperze anschließend. Ich weiß nicht, wo bei dir die Poperze hier lagert ist, aber okay. Die kneift grundsätzlich. Was willst ach du denn? So. Immer. Solltest du mir ja, also? Onkel Doktor damit. Ich war schon beim Augenarzt. Und der konnte nichts erkennen, sagst du? Die müssen nur eine Schutzbrille tragen. Der hat nichts gefunden. Gesagt, ganz gesund, ihre Retina. Mhm. Gut, schade, also wir können ihn nicht abfangen quasi. Das ist aber doof. Na gut, dann sehen wir denn so ungefähr, wo der hinläuft. Aus der Gasse raus. Ich meine, ne? Dam. Das war aber halt nun mal eine ziemliche Sackgasse. Deswegen, ja, aus der Gasse raus. Und danach na, rechts. Aber hätte sein können, dass halt er abgeholt werden würde. Nee, das nicht. Da muss er die schwere Kiste ganz alleine tragen. Das ist ja hart. Ja, das da könnte so man doch nicht. Könnten wir jetzt auch nochmal hingehen und eine zweite Kamera aufhängen. Das könnte man, ist aber auffällig. Bitte, was ist das? Eventuell auffällig. Oder nicht? Vielleicht? Wem sollte das denn bitte auffallen? Leuten. Du hast mitbekommen, dass die Leute hier ziemlich den Kopf einziehen und gar nichts sehen wollen, ne? Ja, nichts gesehen, nichts gehört, nichts getan.
Nichts gesagt. Jo. Die drei Äffchen. Können wir das tun? Dann machen wir das doch mal in der Nacht- und Nebelaktion. Ich weiß nicht, ich würde es gerne am helligsten Tag eigentlich machen, wenn dann. Wir können Warum? Ja quasi. Also mit dir kann ich das nicht machen, aber es ist, keine Ahnung, da in die Ecke sich stellen, übergeben und dann, naja, was denn, wie würdest du denn begründen, dass du jetzt mal eben in eine Straßenecke reinläufst, wo normalerweise kein Rüde dahin geht? Ich finde, nee, mir hat das nur gerade so gefallen, dass ich finde das eine super Begründung. Ja, wenn man kotzen muss, dann geht man halt mal von der Straße runter. Ja, so. Sehe ich ein. Das würd ich, und würd Billy, ich tatsächlich... sieht aus, als würde sie öfter mal brechen müssen. Und in dunkle Straßenecken gehen, wenn sie das macht. Ja, das eindeutig. Auf jeden Fall, deswegen würde ich das, also wenn Kaban keine bessere Idee hat, dann würde ich das so vorschlagen. Ja, dann machen wir das so. Das kannst du natürlich auch nachts machen, um kurz in die Ecke zu gehen, weil nachts bist du auf der Party gewesen, du bist angetrunken, kotzt gerne mal. Tagsüber könnte sie allerdings auch einfach Essen genossen haben, was es dort so zu kaufen gibt. Das ist auch. Der Spieler ist auf deiner Seite, wir sollten das also so machen, wie ich das vorschlage, weil sonst endet das böse. Was denn? Ich bin bulimiekrank. Steck mir einen Finger. Ja, das passt. Steckst den Finger in den Po, ja. Steck mir einen Finger in den Hals. Wieso in den Po jetzt? Ich weiß echt nicht, was du heute mit Analfixierung. Nur heute? Nee, ja, stimmt. Hast recht. Buttplug hat man auch echt lange nicht mehr. Richtig. Ja, nee, ihr bringt Kameras an. Mir ist vollkommen egal, dass Tag oder Nacht macht. Der Buttplug ist bei uns wieder McRib in Amerika. Immer mal wieder kommt er. Ich hätte gern mal eine Geschick- und Verkleidenprobe. Darf ich da Catlike mit dazu nehmen? Nee. Also, Disguise möchtest du und Geschick? Die. Also ja immer, wenn du irgendwas versteckst, ist es ja... Mhm. Ne? Es kommt aber auch selber raus. Ja. Achso, jetzt hat der Troll gewürfelt mit null Erfolgen. So, ich vorhin ja. Oh, ein Erfolg. Jetzt das. Wieso, er hat null Erfolge? Nee, das war aber schon vor langer Zeit, ne? Mhm. Jetzt das. Nö. Das. Nein! Oh Mann! Ich glaube, er will es nicht etchen, Dude. Ich glaube auch nicht. Ich kann das verstehen, er hatte halt nur drei. Gut, wir bringen noch ein paar Kameras an. Ungefähr so. Der Kaban kann ja auch welche anbringen, das bin ja jetzt. Wir haben ja genug. Kaban! Sieht ja aus, als würde der verkleiden. Mit den Wurstfingern, der Ork kriegt die Kameras gar nicht ordentlich in die Ritzen und alles. Ihr nehmt euch schon Zeit, dass ihr ein paar Kameras da anbringt. So die. Ihr seht, der geht links aus der Gasse. Dass man da ungefähr auf dem Weg, den er gehen könnte, noch so an Keypoints ein paar Kameras anbringt. Das macht ihr schon. So ist es nicht. Keypoints. War schon ziemlich sophisticated, oder? Schon ziemlich, ja. Die Sache ist, wollt ihr danach noch eine Zeitperiode verstreichen lassen? Ja, wir brauchen ja Zeit, weil die andere ja Zeit braucht. Na, die ist jetzt schon rum. Nee, die war schon mit der... Ach. Als ihr das erste Mal... Nee, das ist so. Pass auf, ihr habt die Kameras okay, da angebracht. Okay. Aber nur, dass wir hier d'accord sind. Ihr habt die Kameras angebracht, das letzte Woche. Dann habt ihr eine Woche gewartet, weil der kommt ja eh noch Mittwoch, circa. Dann habt ihr das gesehen. Und jetzt habt ihr neue Kameras angebracht. Verstehst du? Ich höre die Walküren gerade schon wieder ankommen. Sind die nackig? Ja. Und sie stehen quasi. Dann kann ich damit leben. So, ja, also ich denke, wir warten noch bis zum nächsten Mittwoch quasi, obwohl, dann warten wir vielleicht sogar drei Mittwoche, um zuzuschlagen, das ist ein bisschen viel. Ja. Also, wir besprechen uns jetzt einfach so. Und währenddessen können wir dann ja noch entscheiden, ob wir dann noch jeden Mittwoch warten. Was fehlt uns denn noch? Also wir sollten schon quasi beweisen können, was da drin ist. Wir könnten eventuell unsere Fräulein Polizistin quasi anrufen. Ich kenne die nicht. Ich kenne die auch nur so ein bisschen. Letztes Mal war die nicht so glücklich, mich zu hören. Wir könnten die zu Hause mal besuchen, so gut. Was, wieso wir? Du hast doch jetzt wieder ein Auto. Jo, stimmt.
Das will ich hier unten gern zeigen, das nimmt die mir wieder weg. Du fährst dein Auto nie wieder, das bleibt in der Garage stehen. Oder ja. So. Aber wird jede Woche geputzt. Ja. Hallo? Juju hat sich da ja auch schon drauf gesetzt. Mit dem Luferschwamm. Also nicht Jojo draufgesetzt, sondern ja. Putzen, waschen. Das schon verstanden. Hier auf der Gas wird nicht Auto gewaschen, gell? Dass wir gleich gerade dauernd miteinander Chor sind, gell? Das ist ja gut. Also, was hältst du denn von der Idee, dass wir der guten Dame das stecken, quasi, also der Polizistin, dass da was drin ist? Dafür müssten wir eventuell aber rausfinden, was da drin ist. Ohne, dass die merken, dass wir das wissen. Was, wo was drin ist? In der Kiste. Da war halt eine Kiste, damit kannst du ja jetzt so nichts anfangen, oder? Genau, deswegen, wir müssten vorher eventuell rauskriegen, ohne dass die rauskriegen, dass wir das rausgekriegt haben, was da drin ist. Du, ich will ja jetzt nicht auf den Plan rumhacken, aber wir haben eigentlich vor, da ein Ding zu landen und je mehr Polizeipräsenz da, desto schlecht. Ne? Wir wollen doch, dass der Laden per Ruf kommt. Also du meinst, du möchtest jetzt gar keine Autos mehr knacken, sondern du möchtest dich jetzt darauf versteifen, dass wir einfach den Evo-Laden hochziehen, indem wir sagen, da läuft irgendwelcher Schmu mit den Drogen ab. Zum Beispiel, das können wir ja machen. Wir können die Autos ja woanders knacken, das ist ja nicht das Ding. Da müssen wir nicht in die gefährliche Gegend, wo eventuell Drogendeals laufen. Also ich meine, ich möchte ungern in der Gang die Drogen klauen, um dann festzustellen, dass ich in der Gang die Drogen geklaut habe, weißt du? So mit einer Knarre am Kopf. Ich finde, dass wir gerade sehr stark vom Originalplan abweichen. Pläne sind zum Ändern da. Und rote Heringe sind die Lieblingsspeise und Spielleitern. Ja, verstehe ich nicht. Das ist richtig. Wie bitte? Den habe ich nicht gerafft. Ja, das macht nichts. Ich schon, ich hab das schon verstanden. Und unsere Alex hat das wahrscheinlich auch gerallt. Du, mach du, wenn du denkst, dass du gut. Ich bin da außen vor. Wie, du bist da außen vor? Entweder wir machen das alle gemeinsam oder wir machen das gar nicht. Also du kannst mich gerne dazu überreden, dass wir das nicht tun. Aber ich finde die Idee halt ganz charmant. Weil warum sollen wir denen was faken, wenn die sowieso schon Dreck am Stecken haben? Das ist viel dichter und tiefer, weißt du? Longshot und so. Nö, ich muss dich davon überhaupt nicht überzeugen. Wenn du das machen willst, machst du das. Also, das ja, nee, also wenn du bessere Argumente ja dagegen hast, weißt du. Ne? Argument ist, wir hatten ein Agreement, wir hatten einen Plan, wir wollten das durchziehen und ich wollte das jetzt nicht sidesteppen. Gut, aber wenn man merkt, dass der Plan, dass man einen besseren Plan oder beziehungsweise einen besseren Weg findet als das, was man jetzt gerade macht. Guck mal. Ist jetzt Frage, ich muss dich von gar nichts überzeugen. Wir können gleichzeitig singen, aber wir können nicht gleichzeitig reden. Dann lass uns singen. Ne, geht auf TS schlecht. Oh. Bist so uncool. Nein, also argumentiere bitte. Ich habe meine Argumente schon vorgebracht. Ach so. Ich brauche da jetzt überhaupt gar nicht irgendwie drauf rumzureiten. Naja, also es ist, also ich meine, das ist, es ist schon, ja gut, ein Wink mit dem Zaunfall, klar, es ist ein roter Fisch, natürlich, aber eventuell ist es ja auch was Gutes für uns. Ich meine, wir haben da nicht so allzu große Änderungen für unseren Plan. Wir können unseren Plan immer noch durchziehen, nur an einer anderen Stelle. Dann mach doch. Jetzt sei doch nicht so biestig. Wer sagt denn, dass ich biestig bin? Ich kann mal das, biestig du werden. Du bist sehr biestig. Nein, bin ich nicht. Doch. Nein. Schätzelein, aber ziemlich. Erstens nein, zweitens Sehr gut. Hm. Mach mal bitte diese. Oh, das passt gerade. Nee. Nee. Ich find das immer hallo, schlimm. Es war doch ganz klar eben die Ansage, wenn du das tun möchtest, dass du mit Tati redest, dann redest du mit Tati.
ich habe mit der Frau nichts am Hut. Ich habe die noch nicht mal getroffen. Ich kenne die nur vom Hörensagen. Also was zum Geier soll ich mit der Braut anfangen? Nix. Nein, aber du sollst, also... Was ich denn? Merke du ja, dass doch... du ganz stark dagegen bist, aber... Nö, ich hab da, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich habe eine Ansicht, du hast eine andere Ansicht und ich habe dir kein Veto vorgelegt oder irgendwas. Ich habe nur gesagt, ich möchte das nicht tun. Ich kenne die Frau auch nicht, ich habe mit der keinen Deal am Laufen. Du und Jojo kennen die beide. Ich habe, wie gesagt, mit der nichts zu tun. Und Spielleiter, du mögest mich korrigieren, sollte ich da falsch liegen, aber ich habe die nicht mal getroffen. Also Billy hat die nie kennengelernt. Na, du hast sie einmal gesehen, das zähle ich als nie kennengelernt. Ja, ja, also. Das stelle ich auch gar nicht in Abrede. Also, dann, wenn du machen willst, dann machst du. Ich habe, wie gesagt, ich finde, wir haben einen soliden Plan eigentlich. Wenn du da denkst, dass das andere erfolgversprechend ist, dann mach. Das hat auch überhaupt nichts mit frotzelig zu sein zu tun. Bin ich nämlich wirklich nicht. Ich sehe die Sache nur, wie sie ist, nämlich sehr nüchtern. Wenn du das machen möchtest, machst du das. Und dann, wie gesagt, mein Bedenken ist nur, je mehr Polizei, desto bad. Und das war's. Liebster Spielgeleiter, haben wir denn eine alternative Möglichkeit, wo wir noch die Sachen überfallen können, die halt nicht in der Gegend ist? Mindestens die eine, die ich habe das natürlich letztes Mal nicht gescreenshottet, egal. Na, mindestens die eine andere Route und es finden sich, und es finden sich sicherlich auch noch andere. Das ist sicherlich nicht das Problem. Es ist natürlich schon der Fall, wenn du die Polizei auf einen von deren Transporter aufmerksam machst, ne? Ja, wenn die auf alle aufmerksam machen. Dann könnte das schon gut sein. Hör mal, ein Twittler. Ja. Adolf Twittler. Ich habe Twittler in Google eingegeben, da kommt der erste Link, Adolf Twittler auf Twitter. Ja, wenn man Twittler falsch macht, dann kommt das, ist super. Link ist im JS. Ah, okay, da ist. Dann stelle ich euch das Bild nämlich nochmal rein, da. Routen, da ist Routen. So, lass mich mal die Routen einladen. So. Da habt ihr die Route. Route 1 und Route 2. Jetzt muss ich gerade noch gucken, ob ich das verschieben kann. Nö. Nee. Egal, passt. Ja, ich kann deine Argumentation mit der Polizei schon verstehen. Das ist aber. Der rote Fisch ist einfach so verlockend. Gerade. Deswegen ist es ja ein roter Hering. Ja. I know. Das macht halt rote Heringe so. Ne? Rot? So zu dem, was sie eigentlich sind. Ja, ich weiß. Und nicht nur seit Monkey Island. Ich mach du ruhig. Also ich bin echt nicht frotzelig. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich bin einfach nur kaputt. Aber es kam gerade total pissig rüber. Nein, ich red nur die ganze Zeit so. Ja, nee, ist völlig in Ordnung. Wenn das gerade falsch rüberkam, dann ist es ja nicht so schlimm. Alles gut. Wir haben dich lieb. Na. Jetzt aber nicht lügen hier. Och Mann. Aber es ist wirklich so viel Locken gerade. Ich weiß nicht, ob wir da nicht in ein Wespennest stechen. Vermutlich. Und eventuell ist das genau das, was gut ist. Solange die Wespen nicht umstechen, sondern den Laden, ist alles gut. Und eventuell die Gang. Die andere. Wir wissen nicht mal, ob es eine Gang ist. Das kann direkt Evo sein, die da auf Black Ops machen. Wenn die da nämlich, sagen wir mal, Drogen abschreiben und dann im Club abschreiben, aber halt dann tatsächlich rausnehmen aus dem Inventar und irgendwie an die Drugs oder mit den Drugs irgendwie miteinander in Verbindung stehen, dann genau das ist doch die perfekte Story. Ja, ich weiß nicht, ob das so perfekt ist. Also nicht für uns, weil wir dann ziemlich Ärger kriegen könnten mit Evo, aber wieder mal. Weil damit hätten wir den Job perfekt gelöst. Und du, das ist es nicht wert, das weißt du schon, ne? Der Aufwand ist es nicht wert. Also so viel. Okay. So viel Patte kriegen wir da nicht raus, ne? Vergiss es mal nicht, das ist hier kein. Je bimte Maiku je botte. Also. Es ist keine High-Class Lohn, den wir da bekommen.
Ja, da hast du eigentlich recht. Wenn wir jetzt da, keine Ahnung, jeder 40.000 rausziehen müssten und den Club halt richtig lang machen, dann würde ich ja verstehen, dass man da viel mehr Arbeit mit hat. Aber wir müssen ja eigentlich nur ein bisschen Schmutzwäsche kreieren und dann... So, ich hoffe, jetzt ist es besser. Ich höre dich jedenfalls mal ohne Lex. Ja, und ich habe keinen Paketverlust, also so gut wie kein Mensch. Das ist doch gut, was hast du gemacht? Ich bin an meinen Standrechner gegangen. Ja, dann. Ubuntu. Nee. Da ist Windows drauf, wenn ich mich recht erinnere. Auf meinem Standrechner ist Windows drauf, auf meinem Ubuntu-Rechner habe ich Teamspeak nicht zum Laufen gekriegt und auf dem anderen Windows-Laptop hat das Wi-Fi oder was weiß ich, was da war. Vielleicht ist auch langsam da die Antenne Windows-Standrechner? Damit es nicht so viele Interferenzen gibt. Außerdem ist es bequemer an meinem Laptop. Da kann ich nämlich auf dem Sofa sitzen. Ah. So. Ich sitze nämlich mit einem Klappstuhl vor meinem Rechner. Es sackt hart. Erklärt einiges. Nicht wahr? Ja, also, wir haben gerade eine kleine Diskussion gestartet. Erzählt. Und zwar, die Frage ist, ob wir auf den roten Fisch eingehen oder nicht. Der rote Fisch? Roten Fisch? Ja, roten Hering! Ja, oder Hering. Entschuldigung. Also sprich, ob wir das Videomaterial benutzen und noch ein bisschen weiter Intel sammeln und dann... Nochmal Videomaterial, hä? Achso, ja, schon, ich weiß noch gar nicht. Wir haben auf Video quasi wie ein Evo-Shuttle aus dem Club eine Kiste mit... Zeug X an irgendeinen Typen in der Ecke gibt, wo sich keine Sau mehr hintraut. Weißt du, von letzte Woche? Ja. Ja. Yep. Das könnte also nach unseren Informationen die Drugs sein. Ein Drogengeschäft von dem Club an die Drugs. Unwahrscheinlich coole Story. Könnte den Club richtig reinreißen. Andererseits würden wir uns, wenn wir das machen, uns das mit den Drugs verscheißern und mit Evo wahrscheinlich. Und zwar sehr. Und jetzt ist die Frage, ob es das wert ist, also dass wir diesen Weg gehen und dafür uns eventuell die Überfälle versauen, für den Fall, dass es halt nichts klappt und wir die Polizei halt umsonst eingeschaltet haben zum Beispiel oder sowas. Oder ob wir einfach, wie wir geplant haben, bei den Überfällen bleiben und das klein halten mit den in Dreck ziehen des Ladens. Entschuldigung, ich esse noch nebenbei. Ich bin gerade nicht dazu gekommen. Das kann ich. Naja, also was wir uns halt überlegen müssen ist, dass wir wissen ja nicht, was da für eine Nummer hintersteckt. Also mit Evo verkacken wir es uns so oder so, denn das ist ein Evo-Schuppen. Wenn wir den Schuppen reinreißen, ist es völlig egal, wie wir das machen. Wenn rauskommt, dass wir das waren, haben wir eben ein Problem. Und aus vorhergehenden Angelegenheiten, naja. Genau, mit den Jukes müssen wir halt gucken, inwiefern wir da jetzt Möglichkeiten rausfinden oder was wir da jetzt rausfinden oder was wir da nicht rausfinden. Ich sag mal, wenn die da nur ihr Theater in dem Stadtteil machen und nicht weiter irgendwie rumnerven, dann ist das halt deren Sache und dann ist gut. Fraglich ist auch, ob die jetzt irgendwie, wenn wir da einen Überfall machen oder sowas zum Beispiel, ob die da überhaupt schalten, weil das dauert ja alles nicht lange. Also ob die da überhaupt was gegen machen. Und was es uns wert ist, da jetzt Infos zu suchen und was nicht. Also ich meine, so gut werden wir für den Job nicht wirklich bezahlt. Das heißt, wenn wir da jetzt Tausende von Nuyen auf den Tisch legen, bringt uns das nicht viel, weil wir dann Verlustgeschäft machen. Und da müssen wir uns halt überlegen, ob uns das Risiko quasi wert ist. Also ich glaube, das ist alles jetzt so eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Und ich dachte eigentlich, dass viele kleinere Sachen den Club genauso gut reinreißen wie eine größere. Wenn wir jetzt halt wenn wir viele kleine machen, kommen wir da, glaube ich, risikotechnisch besser weg. Ich weiß nicht, was meint ihr dazu? Das ist, also ich bin sehr verlockt, diesen roten Hering anzunehmen und das zu machen, weil, ne, das ist eine große Geschichte, da müssen wir nur uns um eine Sache kümmern. Allerdings verstehe ich eure Argumentation dagegen. Das ist, ich bin da zwiegespalten.
Na, das Ding ist, dass wir nicht mal wissen, ob das wirklich die Drugs sind oder nicht. Das kann halt auch jemand sein, der nur so tut, als wären sie es, weißt du? Ja klar, aber das ist ja im Prinzip für die Medien egal. Für die Medien ist das egal, aber die Sache ist, wo lassen wir uns da reinziehen? Weil irgendwie, je nachdem, was das dann für ein Echo gibt, haben wir hinterher echt ein Problem. Es wäre halt echt geil, irgendwie, wenn wir ein bisschen mehr wüssten, aber wir wissen halt nichts und vielleicht... Ich meine, ich verstehe, was du meinst. Ich würde halt unheimlich, ich bin sauneugierig. Ich will halt wissen, was da los ist. Aber ich habe halt auch keine Lust, da jetzt in Wespennest zu stechen und irgendwie hinterher... Schön, dass du dieselbe Wortwahl wie Düse nimmst. Das ist super. Curiosity kills the kitten. Ja, das ist es halt. Also... Wieso dieselbe Wortwahl? Es war eigentlich schon mal dieselbe Wortwahl. Sie hat nur sehr ähnliche Gedankengänge. Hornissennest und Hornissennest. Ja, hab ich gesagt? Ist ja geil. Wespennest, ja, habe ich gesagt. Wurstikus. Spielt ja keine Rolle. Frage ist, also wie gesagt, ich verstehe deine Herangehensweise. Ich sag mal, was wir natürlich einfach machen können, ist auf gut Glück, da ist natürlich ein gewisses Risiko mit bei, den blöden Überfall einfach durchziehen. Denn das ist ja nur am Rande von dem Gebiet, das ist ja nicht in dem Gebiet selber, oder vertue ich mich da? Na, ihr habt, wenn man ins Twitter guckt, hast du den Link nicht, ne? Nee. Da ist er. Das ganz kleine Gebiet, wo es bisher gerumpelt hat, war... Warte. Da so. Oh, warte, zu viel. Und ihr habt halt noch die gesamte restliche Route durch das schlechtere Gebiet möglich. Versteht ihr, was ich meine? Na, dann fangen wir die doch einfach vielleicht an einer anderen Stelle ab. Ja, aber das war die beste Stelle, die wir ausgemacht hatten, oder nicht? Also ja, die beste, aber die zweitbeste geht vielleicht auch. Vielleicht können wir auch ein bisschen... What a waste of time. Ja, vielleicht können wir auch ein bisschen was... Nö, überhaupt nicht. Ich meine, wenn wir nochmal wissen, dass irgendwas da abgeht, dann wissen wir wenigstens besser wegen. Aber vielleicht können wir auch an einer anderen Stelle ein bisschen was drehen, dass wir uns die Gelegenheit etwas besser machen. Weißt du, irgendein Teil der Straße, was weiß ich was. Verstehst du, was ich meine? Wir haben schon mehr Kameras jetzt aufgehangen, weil uns die Sache einfach interessierte. Ja, aber wir wissen aber nicht, wie voll erfolgsversprechend das wird mit den Kameras. Genau, das müssen wir einfach aber... finden. Aber interessant ist es auf jeden Fall. Das ist halt nur die Sache, also da Überfälle machen können, können wir ja auch. Wir müssen es halt nur nicht mittwochs machen, wenn der Drogenkurier kommt. Das ist von daher auch völlig egal. Was wir halt irgendwie auch noch machen können, ist, dass wir das einfach als zwei verschiedene Sachen behandeln. Wisst ihr, was ich meine? Wir machen erstmal die Sache mit dem Acid und gucken halt, wie das Ganze dann läuft. Und nehmen uns hinterher mal richtig viel Zeit. Das ist ja was wir halt gut nebenbei machen können irgendwie. Und können da vielleicht noch richtig Kohle rausholen, wenn ihr wisst, was ich meine. Also wenn wir rausfinden, was da wirklich los ist. Paydata. Ja. Und können da halt am Ende noch echt Asche rausholen, wenn, also ich glaube schon, dass das einige ziemlich interessiert, was da läuft. Das könnte man so sagen, denke ich. Also nur also da, wenigstens die Medien. Nur wenn nichts Akutes vielleicht passiert, dann haben wir da halt einfach mehr Zeit zu. Dann können wir uns in Ruhe Zeit nehmen, bis sich vielleicht irgendwas ergibt und dann können wir das Ganze auch über ein paar Monate beobachten oder was weiß ich, wisst ihr. Und ja, eventuell haben wir das Problem auch, wenn wir das Asset halt stören mit unserer Aktion, dass die dann eventuell die Aktionen ableiten. Ja, aber das werden wir dann ja feststellen. Dann wissen wir, dass es wirklich was damit zu tun hatte. Aber Evo wird bestimmt nicht aufhören. Das stimmt. Also, das kann halt gut sein, dass diese Sache, weil das ist ja, da ist Evo dann ja quasi in der Bringschuld letzten Endes, wenn die wirklich diesen Vertrag haben. Oder die kündigen halt den Vertrag. Das ist dann halt gut, dann ist das Pech. Aber dann werden sich die Leute immer Neues suchen. Interessant ist es halt, welche Leute das sind. Gar nicht mal so sehr, wer denen die Drogen liefert. Wenn es überhaupt Drogen sind, es kann doch was ganz anderes sein. Klar. Ja gut, nach Drogen schreit es schon im Endeffekt, ne? Wenn da direkt eine Lieferung aus dem Acid kommt dahin. Ich dachte halt irgendwie, dass die eventuell die abschreiben vom Laden. Ne? Das kann gut sein. Also vielleicht hast du auch recht damit. Wie gesagt, es kann was ganz Kleines sein, es kann was ganz Großes sein. Also es ist halt, weiß ich nicht. So, ich persönlich denke, dass wir da vielleicht, um die Sache jetzt für Boris zu klären,
vielleicht ein bisschen zu weit gehen mit dieser ganzen Geschichte, auch wenn ich die super interessant finde. Wir können das auf jeden Fall weiter verfolgen und vielleicht können wir da wirklich, wie du sagtest, mit Paydata noch echt Kohle rausholen, mit ein bisschen Glück. Wenn nicht, dann halt nicht, aber ich denke, dass das zumindest eine Möglichkeit ist, langfristig einfach mal ein eigenes Projekt nochmal auf die Beine zu stellen, ohne dass wir irgendwie für einen Johnson, also für jemanden arbeiten halt. Mhm. Das maximiert auf jeden Fall unsere Gewinnspanne. Das stimmt. Gut, machen wir das so. Dann machen wir unsere Aufträge erstmal. Also unsere Störaktion, würde ich sagen. Und behalten das andere weiter im Auge. Ja, wenn da alle mit einverstanden sind. Ich fand das jetzt nur eine Idee, die man irgendwie vielleicht, wie man das vielleicht machen kann. So als Kompromiss. Ja, Billy war sowieso quasi für, wir lassen das auf sich beruhen mit den Drogen. Hm. Ich war jetzt hin und her gespannt und wenn du jetzt sagst, dass es also diesen Mittelweg vorschlägst, bin ich da definitiv für. Billy? Wie gesagt, ich bin nicht dafür, dem weiter nachzugehen bis hierhin. Ich denke, wir hatten einen guten Plan. Der sollte erstmal durchgezogen werden und dann gucken wir weiter. Ja, das meine ich ja, dass wir erstmal das Asset so machen und dann hinterher mal gucken, was sich daraus ergibt. Vielleicht ergibt sich auch nichts, dann können wir es lassen. Du denkst immer noch, dass du mich überzeugen musst, aber ich war von Grundsatz nicht wirklich der Auffassung, dass wir dem nachgehen sollten, was da momentan genau abläuft. Gut, ja, okay, machen wir es erstmal so und dann den Rest. Ich meine, wenn du dich aus der anderen Sache raushalten willst, dann kannst du das auch machen, dann weiß ich nicht, können wir gucken, was dann läuft. Ich möchte nur fertig werden, denn ich habe noch Arbeit auf mich zukommen. Hä? Hm. Andere Scheiße. Können? Nö. Das hatte ich dir ja schon mal erklärt. Achso, die Geschichte. Ja. Gut, dann in die Hände gespuckt und Abmarsch, würde ich sagen. Dann müssen wir uns jetzt ein paar gnädige Leute raussuchen, die wir halt zusammenprügeln können. Naja, wir hatten doch schon Leute rausgeguckt. Ja, wir hatten doch unsere zwei Dinger schon, also unsere zwei... Ja, das eine war die Route 2 mit diesen Leuten, die ihre Liebesbeziehung wieder auffrischen wollten. Und die Route 1 war ja die Route mit den 6 Leuten, die ja jetzt offenbar da einen Zwischenstopp einlegen. Aber... man hat ja bei der Route 1 noch andere Wege, die ungefähr gleich fahren, weil die dann hier irgendwie abzweigen oder da so in die Richtung. Und das heißt, man kann da in der Nähe, also hier oben über dem Roten Kreuz, immer noch andere Leute abfangen. So ist es nicht. Ne? Ja. Na, die Idee war ja, dass wir die theoretisch trotzdem nehmen können, auch wenn die da einen Zwischenstopp machen, nur dass wir die halt einfach das Auto früher abfangen. So. Dann klauen wir aber die Drogen, ne? wenn das die sind. Hä? Ach so, oh ja, stimmt, ich habe den Zusammenhang verdüdelt. ja, okay, jetzt habe ich's wieder. Also ich meine, das können wir auch gerne machen, nur dann haben wir Ritti die Scheiße am Dampf. Ja, nee, dann vielleicht lieber das Pärchen. Und gegebenenfalls andere Leute halt. Das ist, ja, okay, jetzt habe ich's das wieder. Das Paar waren doch die Politiker, oder? Nee, das waren die vielen Leute. Das andere war wirklich nur so ein blödes Pärchen, glaube ich. Gut, wen nehmen wir uns als erstes? Wer kommt denn heute da durch? Regelmäßig. Achso, naja, heute ist das Pärchen. Ja, eindeutig. Würde ich sagen, erster Schlag, Pärchen. Oder was sagt ihr, Mädels? Jo. White Russian, wie kann man 45 Minuten durchdiskutieren? Hört zu bei unseren Live-Workshops. Hallo, eine Entscheidungsfindung ist sehr wichtig manchmal. Das ist richtig. Ja, stimme ich ihm vollkommen zu. Dankeschön. So, wir bereiten das vor. Sprich, wir gucken uns die Gegend an, wo die ungefähr langfahren. Genau, schauen, wo wir einen günstigen Platz haben. Das hatten wir nur bei dem Politikerauto geguckt, genau. Ja, bis dato hatten wir das nur da und da sind wir natürlich direkt drauf eingestiegen. Genau. Nee, dann gucken wir, wo wir einen günstigen Platz haben. Gucken, also auch so, dass wir die einigermaßen abfangen können. Vielleicht, wenn die von irgendeiner Schnellstraße runterkommen, irgendwie auch und so weiter. Das ging ja ganz gut. Und. Haben wir Zepperstreif?
Was sind Sepperstreifen? Sind das diese Reifenplatz-Dinger? Mit Elektroschaden. Also, ne, das ist so Elektroschaden ans Fahrzeug, damit das Fahrzeug stehen bleibt. Weil wir müssen das ja irgendwie zum Stehen bringen. Ja, das wollten wir über Matrix machen. Damit du dich erinnern kannst. Genau. Entschuldigung. Sepperstreifen. Stimmt. Das war, ja genau. Nee, stimmt, das war, glaube ich, sogar... Ja, da hatte Billy doch auch extra rausgesucht, wo da irgendwelche Schwachstellen sind oder sowas. Oder hier Funklöcher und so ein Shit. Ja, das müssen wir natürlich auch Route 2 auch noch machen. Genau. Ja, das ist ja nicht das Ding, ne? Das ist ein rotes Kreuz. Das ist eine Schnellstraßenabfahrt, die werden sie theoretisch eigentlich nicht nehmen, aber vielleicht ja doch an dem Abend. Und da, ja, da ist ein guter Platz. Das Ding ist, da staut sich immer ein bisschen. Das heißt, mit einem Auto da wegkommen werdet ihr nicht, wenn ihr da was machen wollt. Wir werden was? Motorräder. Zum Beispiel. Also mit einem Auto, wenn ihr da halten wollt, dann müsstet ihr halt vielleicht so 100 Meter zu Fuß noch wegrennen zum Auto, um da mit einem Auto wegzukommen. Ansonsten oder, ist Motorrad der Shit. Oder einer bleibt im Auto sitzen und regt dann das Auto rüber oder so irgendwas. Na, da staute es sich. Ja, da kommen wir mit dem Auto nicht durch. Das war ja das Problem. Deswegen mit Motorrädern müsste das gehen. Also ich denke mal, ein paar Motorräder zu besorgen, die irgendwie so unscheinbar sind, dass niemand nervt, das sollte nicht das Problem sein. Oder, Maestro? Achso, stimmt. Dein Motorrad ist ja nicht unscheinbar. Ich glaube, ja. Ja, da war was. Also genau, bräuchte ich auch noch ein Motorrad. Möchte ich das nicht nehmen. Stimmt, Billy kann bei jemandem von uns hinten drauf. Hm? Wieso? Ich brauche doch gar nicht. Stimmt, du wolltest ja gar nicht. Doch, ich bleib doch inkognito. Du hast recht. Er hat Schwanz gesagt. Ich gar nicht. Er hat ihn gesagt. Gut, Jojo, bemüht mal ihre Kontakte, um da entsprechend was zu regeln. 400. Kippen. Für alle Überfälle. Und ja, Geld, weil das ist, ne, für dich, du würdest es kostenlos kriegen, aber die anderen Hansel? Nee. Da ja, hast du einen Vorschuss bekommen. Im Plural. Stimmt. Warum sprichst du von Kabern im Plural? Alle für zwei zählt. Es geht, du bist ja auch Teil dieser Aktion, deswegen. Auch wenn du kein Motorrad fährst. Gut. Kriegen wir hin. Gut, dann macht sie das alles klar. Dann muss er nur sein Motorrad abholen kommen. Aber das sollte ja gehen. Ja. Yep. Achso, ich dachte, ihr wolltet eins. Für euch beide. Ach ja, stimmt, wir sind ja zu zweit. Also ich meine, du kannst auch 2 für 400 haben, das ist Wurst. Das ist Blödsinn. Eins ist besser. Ja, es hat beides Vor- und Nachteile. Ja, es ist schon richtig, aber... Es kommt halt maßgeblich darauf an, wie gut Kaban fahren kann. Fahren kann man, wie gut kannst du Motorrad fahren? Ich habe schon lange nicht mehr gemacht. AK, ich muss mal kurz gucken. Bedeutet, dass ich vielleicht besser ein eigenes nehmen sollte. Gott, die ganzen Schüler. Immerhin habe ich 6 Flügel dafür. Also, ich bin ein geübter Fahrer. Was hast du, 6? Insgesamt 6 Flügel, ja. Ja, schon okay. Ich bin ein geübter Fahrer. Ich fürchte, du fährst besser als die Motorradgängerin. Das ist falsch. Mist. Aber es wäre ziemlich gut gewesen. Nee, es ist nicht so. Hat sie extra hochgezogen, damit sie nicht mehr so scheiße aussieht auf dem Motorrad. Genau. Das macht halt die tägliche Übung. Ich müsste das auch mal wieder steigern. So langsam. Ich müsste auch mal anfangen, meine Sachen zu steigern. Nee, lass mal so schnucki. ja, also ich bin geübter Fahrer, also von daher, wenn du das oder willst du dein eigenes fahren? Ja, passt schon. Gut. Kann ich den Rahmen richtig schön vergeigen, indem ich irgendwo gegenfahre sofort? Nein. Nicht jetzt? Bin dagegen. Ach so, ja gut. Ich bin absolut dagegen. Ja, ich glaube auch nicht, dass es so toll ist. Nee, es tut weh. Und das möchte ich nicht. Dann sollten wir uns Biker-Klamotten besorgen. Also ich sollte mir Biker-Klamotten besorgen.
Ich habe gerade Bäckerklamotten verstanden, das hört sich irgendwie komisch an. Bäckerklamotten habe ich. Du brauchst die ja auch, für Gott, die Kekse bitte zu backen. Ja, ich habe eine Schürze und so. Hast du einen Bäckerhut? Nee, den habe ich nicht. Warum hast du keinen Bäckerhut? Naja, zu Hause braucht man den nicht so wirklich. Oh Gottes Willen, ich werde der. Wann hast du Geburtstag? Wie jetzt? Na, wann hast du Geburtstag? Am 10.04. Das heißt gar nicht mehr so weit hin. Gut, dann weiß ich jetzt, was du zum Geburtstag bekommst. Ich dachte okay. Immer, diese Hüte wären dafür gedacht, damit Haare nicht in den Teig oder ins Essen allgemein fallen. Quatsch, die sind dafür da, damit es stylisch aussieht. Richtig. Ja. Auf jeden. Okay, dann brauchen wir noch, waren die blöden Fahrer eigentlich bewaffnet? Nee, waren die nicht, ne? Es gab keine Fahrer. Es gab keine Fahrer, stimmt, es gab nur Gäste. Und die Gäste sind wahrscheinlich eher weniger bewaffnet. Das heißt, du nimmst die Schroti mit und dann ist gut. Ich bin die Waffe. Läuft. Muss nicht mal eine Schrote mitnehmen. Ja, Pistole reicht eventuell auch, ne? Ja, irgendwas sollten wir denen schon zeigen, sonst lachen die uns aus. Das weiß ich schon, aber ich glaube, die blöde Knarre reicht, weil die Schrote, so sehr ich sie liebe, ist zu groß auf dem, ist groß und fällt sofort auf. Und das ist irgendwie. Eine Knarre kann ich wenigstens noch unter die Jacke stopfen. Sieht irgendwie aber halt eindrucksvoll aus da, ne? Das ist richtig, aber ich kann auch meine Ruger mitnehmen, die sieht auch eindrucksvoll aus. Das stimmt. Oh, das heißt, wenn die auf einem dunklen Parkplatz wie dem hier da stehen bleiben und dann einfach, die Tür geht auf oder kommt die Ruger reingehalten. Oder meine Sturmschrotflinte. Wiedererkennungseffekt. Nein. Ich habe nur geträumt, ich wollte sie nicht ernsthaft mitnehmen, aber. Machst aber ich hab sie so gerne. In die Ruger Super Warhawk musst du aber Gel reinpacken, ne? Bist du bescheuert? Du hast nicht. Kommt XX rein, oder? Ist gut. Ich hab kein. Doch, hab. Nee, XX hab ich nicht. Hast du noch X? Ja. Oh. Das Einzige, was ich damals verschossen habe, war die APDS. X hab ich noch. Und zwar genug. Ja, APDS ist super. Ja, Entschuldigung. Jetzt muss ich duschen. Oh Mann. Irgendwie riecht's hier gerade gewaltig nach Fisch. Hm. So sollte das aber nicht sein. Ich dachte, wir sind den roten Heringen jetzt endlich losgeworden. Was? Bist du bescheuert? Nein, da hat sie ihn versteckt. Ich hab mir extra Fischaroma in die Cyberfotze einbauen lassen. Oh, sie hat Fotze gesagt. Ich glaube, Fotze hat man. Doch, hatte man schon. Also ganz oft. Oh Gott. Da war ich ganz froh mit dabei. Ich piep das raus. Damit die nicht alle so irritiert sind. Nein, damit sie noch mehr irritiert sind. Ach so. Weil immer, wenn wir Sachen rauspiepen, dann ist es wirklich schlimm. Ach so, nee, ich war beim Fischgeruch. Ach so. Aber Fotze ist doch nicht schlimm. Ja, Fotze kann man drin lassen, aber den Fischgeruch muss man rauspiepen. Genau. Ja, das finde ich gut. Wir nennen weißt du, wie gut das dann klingt? Ich habe mir extra Piep in die Fotze einbauen lassen. Läuft. Wir nennen die Folge Hitler-Terror-Ficken. Hitler-Terror-Ficken. Ja. Okay. Das klingt vernünftig. Das finde ich gut. Und dann gibt's bald das Buch zu lesen, wenn du mit all deinen Kapiteln fertig bist. Jojos Kampf. Du bringst mich da auf eine Idee. Da musst du aber erstmal mit den Österreichern anfangen, ne? Ach so, verdammt. Habsburger und ich dachte, ich höre mir dann unsere Folgen von vorne bis hinten nochmal an und schreibe einfach mit. Ja, passiert. Sicher. Das wird das ultimative Buch. Also Buchreihe, siebenbändig, mindestens mit jeweils 2000 Seiten. Die Shadowrun-Autobiografie. Danke. Fick dich. Also allein diese Unterstellung, dass du dir das selbst anhören wirst, das ist so unglaubwürdig. Naja, also so zwischendurch mache ich das schon nochmal. Damit ich neugierig auf das...
unglaublich würdig. Touché. Hm. Irgendwann mache ich das und dann kommt das Buch raus und dann werde ich da nur drunter schreiben mit freundlicher Unterstützung von Pegasus. Pegasus Verlag, genau. Ich habe so nicht begriffen, was da eigentlich rein soll in das Buch, aber ist egal. Na, ich höre mir die Folgen an und ich schreibe quasi die Folgen nieder und das aber aus deiner Jojo-Sicht. Nee, muss ja nicht mal so richtig sein. Ich kann es ja auch quasi so, also ich kann den, da wird natürlich immer die Ego-Perspektive sein, aber dann kann ich zumindest Trollys wirre Beschreibungen wenigstens mal so machen, dass auch jeder versteht, wovon der da eigentlich geredet hat. Du willst Mündliches in Schriftsprache übersetzen. Genau. Das funktioniert richtig gut. Und dann gelesen von Kapern. Oh. Jetzt wird sogar noch ein richtig erotischer Abend wahrscheinlich dann. Du, da müsst ihr uns mal unterhalten. Trolli ist der King of Erotic, wenn es ums Reden geht. Er hat aber auch halt eine weibliche geile Stimme. Das ist richtig. Ich bin echt neidisch, manchmal. Habt ihr denn eure Biker-Klamotten jetzt an, ja? Ich muss mir erst noch welche kaufen. Geschenkt. Ernsthaft? Ich wollte mir jetzt richtige Biker-Panzerung besorgen. Ach so. Die ist teuer. Moment. Panzerung, siehst du dich noch? So was überhaupt ist ja für an diesem komischen Extra-Regelwerk. Nö, das gab's zumindest im SF4-Dings auch. Im Arsenal, also in diesem Extra-Regelwerk, oder? Ja, dass du selber irgendwann mal gedingst hast. Das heißt, du darfst dir dann einfach aussuchen, was es wird und einfach sagen. Nee, stimmt, das habe ich sogar irgendwo rausgeschrieben. Warte. Na, wenn wir können ja den ganzen Kram schon anziehen und dann sagen, Juti, wir fahren schon mal los. Solange er nicht beschossen wird, ist es doch egal. Der wird auf jeden Fall beschossen, der Junge. Ich möchte aber auch einen Helm tragen, damit man mich nicht sieht und so, weißt du? Weißt du, so was Sinnloses wie Biker-Panzerung habe ich mir natürlich einfach überhaupt nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, wer will denn so einen Kack? Der war richtig gut. Nein, war er nicht, der war scheiße. Okay. Es ist im Wesentlichen eine Panzerweste und da bezahlst du irgendwie 400 für mit Helm. Easy. Läuft. Siehst du dann aus wie Mad Max? Schreibe ich mir gleich auf und du gibst mir nachher irgendwann mal die Werte. Na, Panzerweste 9. Ich werde dir auf jeden Fall, wenn das alles durch ist, ein Smiley auf den Helm hinten drauf malen. Falls witzig ist. Du findest das nicht so witzig, sonst würdest du nie schweigen. Ich war gerade am Schreiben, tut mir leid, ich finde das super. Okay, dann machen wir das so. Und je nachdem, wie das Ganze ausgeht, einen weinenden Smiley, einen bösen Smiley, einen lachenden Smiley oder irgendwas anderes. Wenn ihr die natürlich ganz erbarmungslos abfackelt, dann ist natürlich wieder typisch. Ihr seid ausgerüstet. Juhu. So, Zeit aussuchen könnt ihr euch ja eh nicht. Ein Helm gibt der eigentlich Bonus? Ja, der ist in den neuen mit drin. Oh. Der Bonus. Naja, natürlich, denkst du, eine Biker-Klamotte gibt dir so viel wie eine Panzerweste, siehst du nicht noch? Und das für 100 weniger, ich glaube, bei dir muss mal wieder jemand scheppern. Untenrum. Zeit könnt ihr euch eh nicht raussuchen, ihr macht euch ready für den Abend. Billy, das willst du in die Nähe mit dem Auto oder willst du das ganz aus der Ferne machen? Ja, nicht irgendwie. Also ich wollte ja eigentlich auf dem Comlink dabei sein bei Jojo oder Carbon. Genau. Das ist ja scheißegal bei einem von beiden. Aber nicht von zu Hause. Ja, das ist klar. Sondern irgendwo anders doch. Ich setze mich in. Ach, weißt du was? Ich gehe ins Acid und nehme was oder so. Combat Drogen. Nee, natürlich nicht. Das wäre übelst gut, weißt du? Dann recherchieren die nach. Okay, wo kam dieser Hack her? Der kam direkt von hier. Oh, Das wäre aber gar nicht so blöd, ne? Weil ich ja sehe, wann das Taxi losfährt. Ja. Das siehst du eh. Ah ja, gut, ich habe ja sowieso ausgesondiert. Das wäre echt witzig. Das wäre halt. Kannst du selber Risiko, da reinsetzen, ne? Super. Ja, das mit dem Risiko sehe ich ein. Nee, ich sitze irgendwo mit Alibi und wo ich auch mal die Augen zumachen kann und so ein Gedöns, ne? Ja, im Kleinen Prinzen zum Beispiel. Genau da. Mm. Um 3 Uhr nachts im Kleinen Prinzen, wo du Kaffee und Kuchen kriegst. Lecker Sachertorte. Ja, und kriegst du auch nachts Kuchen? Ja, klar, es gibt eine kleine Herrentorte. Finde ich gut.
Eine gesamte? Bitte was? Eine ganze kleine Herrendorte? Ja, die ist so Handteller groß. Ist ja eine kleine, verstehst du? So eigentlich ja, eher Muffin-Größe, aber nennt sich kleine Herrentorte. Sieht aus wie ein Schnaps. Mit Brüsten. Was? Wieso mit Brüsten? Nein, ja, nicht, doch, nein, ja, nein, doch, nein, nein. Abbruch. Ja, so ein bisschen. Was? So ein bisschen, ja. Ja, du musst deine Taste wieder etwas länger gedrückt halten. Ja, das ist nur so anstrengend hier mit der Konstellation. Wie geht's denn deiner Hand? Easy. Gut. So, ah, siehst du, doch erfordert ihr, das wusste ich doch. Yep. Ihr seid alles gedacht. Bitte? Habt ihr euer ganzes Runner-Equipment eingepackt, was ihr braucht? Das natürlich, wie vorher, halt, ne? Ich packe meinen Koffer, natürlich. Ja, das, was ihr letzte Woche angesagt habt, das waren Pistölchen, Penzerröhrchen, Jamärchen. Das dürfte alles gelten, natürlich Gesichtsverdeckung und so ein Scheiß. Kleiner Störsender. Jamärchen halt. Achso. Das habe ich jetzt nicht irgendwie. Jammer. Ah! Wir jamming, wir jamming. Siehst du, wenn du anfängst komisch zu reden, verstehe ich dich sogar wieder. Sogar mit Tarnhäuser und hast nicht gesehen. Holy shit! Aber Tarnhäuser, ne? Das habe ich noch nie angesagt, weil es nie nötig war. Waffe aus dem Tarnhäuser holen ist bei mir eine komplexe Handlung, weil es ja getarnt. Verstehst du? Okay. Aber es ist ja in dem Fall völlig irrelevant. Ich sage das nur für die Zukunft. Plus? Ja. Gibt's eigentlich Easy-Draw-Holster, die getarnt sind? Das auch. Achso, die getarnt sind? Nö. Das wäre Quatsch, das widerspricht sich. Mm-mm. Egal. Achso, es gibt diese komische Armschiene, das geht. Ja. Ich hab's gerade vergessen, warte. Es fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Ach genau, doch, ich möchte Cred-Sticks mitnehmen, weil die sollen nämlich schön ihre Creds, die sollen uns mal die Cred-Sticks voll machen, sonst. Und gut. Hinterher haben die keine. Und ich verstehe, du bist geliebt. Sie freut sich gerade wie Sheldon. Gibst du einfach mal so ein Elfenbein-Kretzig hin? So, da gehen 100.000 drauf. Ja, wenn er nicht voll, voll wird, du, ne? Dann sprechen wir uns aber nochmal. Genau, wie funktioniert denn das mit dem Geldtransfer? Das ist egal, das kann man, sobald es auf dem Kretzig eh nicht mehr zurückverfolgen, oder? Nö. Ja, das gilt damit quasi als gewaschen. Juti! Aber weißt du, was mir gerade noch einfällt, Jojo? Was wenn du denen die Organe rausschneidest, ja? Du hättest gerne Milz. Und mitnimmst. Ach ja, stimmt, eine Milz könntest du mir mitbringen. Das ist gar keine schlechte Idee. Tatsächlich eine Elfenmilz. Das war mein erster Gedanke. Ach, der will eine Milz. Siehst du? Eine Elfenmilz. Da geht eine Milz. Ich überlege, ja, aber ich spalte mich. Blutgruppe. Immunsuppressiva hatte man doch auch schon. Die Dinger sind gut. Fress ich auch jeden Tag. Ich. Ach, deswegen bist du ständig am Scheißen. Und hast Ausschlag. Und Gonorrhoe. Das hast du gesagt. Das meinte ich jetzt nicht. Ich hatte jetzt eher auf einen anderen Ausschlag. Aber egal. Nein, ich. Pass auf jetzt, bevor er mit der Milz-Idee kam. Für schlimmere Presse, Organ-Mafia. Weißt du? Bisschen an denen rumgeschnippelt. Du führst mich gerade wirklich in Versuchung, aber ich glaube, das geht. Warum doch? Das ist doch voll die gute Presse. Ja, das ist richtig, aber wenn du das machen müsstest, würdest du wieder kotzen und ich habe mir vorgenommen, Dinge, bei denen du kotzt, nicht einfach so bei Leuten zu machen, die es nicht verdient haben. Aber Flumi, letzte Woche hast du dich so unheimlich gefreut, oh yay, da ist mal wieder meine Brulette, Mensch, die habe ich so lange nicht gesehen, das wäre total, oh Mensch. Und wenn du denen so ein paar Organe entnimmst, fachmännisch. Dann kommt die bestimmt nochmal. Billy überreicht dir ein vergoldetes, vernickeltes, edles Etui mit zwei wunderbaren Skalpellen da drin. Aber ich kann doch gar keine Organe entnehmen. Die sind mit Mahagoni-Griff. Genau. Also ich möchte jetzt ungern einwerfen. Ob es da eine R-Kurs gibt oder sowas für? Gibt es eine R-Anleitung? Ich kann dir das einblenden, klar, wo du schneiden musst. Jetzt klar, gibt's da eine AR-Anleitung? Nein, natürlich nicht. Aber das ist doch nicht steril.
erstmal das nicht. Zweitens, ich glaube nicht, dass wir das handwerkliche Geschick dafür haben, den Leuten das fachmännisch vernünftig zu entnehmen. Oh, ich bin sehr geschickt. Glaubst du, die Organmafia? Sollten wir es allerdings haben. Ich kenne da jemanden, der uns das abkaufen würde. Wunderbar. Da ist unser Paydata. Allerdings bin ich da wirklich hart gegen gerade. Ich höre schon ihren Denkprozess im Hintergrund. Und die Trollin hat auch wahrscheinlich hart was dagegen gehabt, was du mit ihr gemacht hast, Kaban. Also jetzt mach hier nicht einen auf Apostel. Hä? Welche Trollin? Achso, die Trollin, die er hier fast hier Hals aufgeschnitten hat und sich dann gefragt hat, was die Leute jetzt denken. Ach, die! Die Olle. Ich dachte auch erst, er meint mich. Ach, die war doch schon fast tot. Die ist nur gehinkt, verdammt. Ja, die war alt, die war fast tot. Ja, das ergibt Sinn. Ja, jetzt, wo du sagst. Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten. Ja. Also ich finde so eine Organ-Mafia-Presse wegen ganz ehrlich, ich lass gut. Den Scheiß. Wir hatten einen so guten Plan. Ach, jetzt hatte man einen guten Plan. Halbe Stunde zurückgespult, bitte. Hallo? Aber ich überlege wirklich gerade. Ich weiß. Nein. Klein Ernsthaft? Billy sitzt auf deiner Schulter. Nimm das Schwert und streck deinen Vater nieder. Also, ich weiß nicht, wie gut bist du der denn blonde da drin Teufel in will, Operation. Dass ich das mache. Ich glaube nicht, dass wir das wirklich sinnvoll. Ich habe bisher 9 Gliedmaßen geübt. Siehst du mal, es wird Zeit, dass du filigraner in deiner Arbeit wirst. Lasst mich doch mal eingreifen, ihr seid doch völlig zerstreut. Es ist doch einfach folgendermaßen. Egal, ob Jojo das gut hinbekommt. In einem Glücksfall passiert Folgendes. Sie bekommt echt ein Organ raus, was man nutzen kann, was vielleicht noch einigermaßen geht. Dann geht ihr zu Kabans Kontakt, vertickt das, bekommt ein bisschen Geld dafür. Je nachdem, welchen Zustand das ist und so weiter. Wenn sie es verkackt, dann habt ihr ja die Presse trotzdem. Denn schlechte Organhändler sind halt immer noch Organhändler. Und das ist schon ziemlich widerlich. Das ist schon echt die Abart aus Tappertz. Aber die werden alles tun, um uns zu jagen und um uns zu finden. Ja, und ich weiß auch nicht, wie sehr mein... Also ich meine, mein Kontakt... Ich weiß, dass mein Kontakt das nur wieder macht, aber... Ne? Ach so, du änderst nicht mal zuverlässig los und hinterher verpfeift er uns noch. Ich weiß nämlich nicht, wer das nicht. Ist. Allerdings, ich weiß nicht, wie begeistert er ist, wenn wir den mit so halb vernünftigen Organen... Also dann sollen wir das schon vernünftig machen. Also ich finde den Versuch, sollen wir es mal ankommen lassen. Also wir, er sagt, er hat sich mal so ausgedrückt, bring mir lieber die Leiche, ich mach das besser als du. Er ist kein Kostverächter, aber er muss halt, wenn, dann will er auch was davon haben. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich vorher zu ihm und ihm irgendwie seine Box und bla. Also, ich habe mal gesehen, dass die immer in so tolle Boxen kommen, die sind gekühlt und da ist so ein Biohazard-Symbol drauf. Genau. Doch nicht bei der Mafia. Doch auch die, weil die Organe müssen gekühlt werden und wenn, ne, wenn wir die einfach nur in die nächste Tasche packen dann und dahin losfahren, ist es bis dahin kaputt. Na, in eine sterile Plastiktüte und dann kommt von in die Hose rein. Tüte. Von in die Hose rein. Eine sterile Plastiktüte. Mit einem Zipperverschluss. Solange sie steril ist, es muss doch nur steril verpackt sein. Und dann ins Schmuggelfach von Jojo. Ja, und sie sollte nicht gequetscht werden vielleicht auch. Deswegen ist die immer auch in so... Auch deswegen ja, die muss man doch nicht zumachen. Dann wird es doch nicht gequetscht. Das kommt doch nicht in normales Eiswasser. Das ist immer in der Tüte und dann kommt es ins Eiswasser. Du darfst sie nur nicht feste zumachen. Weil die nicht mit dem blöden Wasser in Verbindung kommen. Also ich finde, ein Plastikkarton ist schon, also Karton, ne, ist schon besser, wenn da noch was drin ist, anstatt nur die Tüte. Nein, da kommt der, das ist so ein Plastikkarton. Okay, nee, dann sehe ich da das kommt ein. Eiswasser oder Eis rein und dann wird das Organ in eine Tüte verpackt und das kommt dann in das Eiswasser. Siehst du, und ich hatte das so verstanden, du willst einfach nur das Organ in eine sterile Plastiktüte hast schmeißen. Mich auch nicht. Und dann weiß ich nicht, in deinen Rucksack einfach da rein Na, und das hält sich. Du hast mich ja auch nicht ausreden lassen. Du völlig wahnsinnig bist. Können wir das jetzt bitte sein lassen, uns doch immer zu diskutieren, wie wir Organe entnehmen? Hey, also ich meine, ich bin da immer dafür, allerdings sollten wir das medizinisch vorher absichern, dass wir das können. Ihr könnt das auf gar keinen Fall, das wisst ihr. Ja. Ihr könnt es versuchen. Ich lade Jojo noch eine Talentsoft runter. Ich habe keine Talentsleitung. Dann machen wir dir noch eine. Ich glaube, es hackt hier. Also wenn du ihr das bezahlst? Ja, nee. Würde ich es trotzdem nicht machen. Da hört es Spaß auf, ne? 300.000 Griechenland? Genug. Und ich bezahle weit mehr als nur das Geld. So, Das habe ich mir schon ein bisschen im Mund gebrochen, ne? Ja, solltest du ja auch.
Du solltest die Billy machen. Wenn Jojo fertig ist, denn Billy wird dann dazu gezwungen, sich das Video anzugucken. Guck mal, Billy, was ich dir mitgebracht habe. Eine Milz! Ein Enddarm. Ich dachte, es ist eine Milz, aber hey, es ist nur ein Enddarm. Konnte ich nicht unterscheiden. Weiß jemand von euch, wie eine Milz aussieht? Nein! Bring einfach alles mit. Also ich hab hier mal das und jenes. Und das war, glaube ich, irgendwo da, wo deine Narbe ist. Schneid einfach den Torso ab. Dr. Wubbeltour. Das krieg ich hin. Wie ist dieses Doktorspielchen nochmal? Dieses Dr. Bibber hieß es. So war es auch gut. Spiel mir Dr. Bibber. Dieses und noch weitere tolle Gespräche laufen ab, während ihr auf dem Motorrad schon mal auf den Einsatzort zufahrt. Ja, natürlich. Ja. Achso, ihr macht das jetzt gar nicht wirklich? Nein. Oh, ich dachte, ihr rettet euch tierisch in die Scheiße, das ist aber ärgerlich. Na, Jojo hat wirklich kurz überlegt und dann festgestellt, dass sie sich ja eigentlich vorgenommen hatte, Dinge, die bei denen Billy kotzt, nicht mehr so ohne weiteres zu machen. Sie wird sich nicht dran halten, aber sie hat es sich vorgenommen und das bewahrt sie vielleicht vor Schlimmerem. Jutzi. So, die. Billy die hat einen zu guten Einfluss auf sie. Hier auf, das ist voll der Spruch, den sich unbedingt mal Jojo ans Herz ziehen sollte, ja. Hier, da steht, you don't have to be perfect to be a perfect parent. Thousands of teens in foster care would love to put up with you. Das wäre mal für Jojo was. Komm schon! Ja. Mwah. So. Also. Also, die fahren vom Asset los und fahren eine Weile. Ihr seid perfekt vorbereitet und seht dabei noch ziemlich cool aus. Oh. Außer Jojo. Wieso sieht Jojo wieder nicht cool aus? Und außer Kaban, lass mich bitte ausreden. Echte Runner. Billy ist ziemlich cool. Weil die hat halt eine kleine Herrentorte und das reißt einiges raus. Und dann kommt das Auto in eure Nähe. Dann kommt das noch näher. Billy sollte jetzt langsam hacken. Ja, die ist ja schon drin. Billy, ach so. Billy, die hat das Ding in der Hand. Ja, das Ding, das fährt auf ihr Geheiß dann, wenn ich das richtig verstanden habe, dann an die Abfahrt runter, die es nicht runterfahren sollte. Jo, in dieses bessere für uns Gebiet rein. Genau. Nah an die dran, sodass wir quasi das genau timen können, wann das auf Auto ankommt. Ja, das ist perfetto, weil dort die Ampel von der Abfahrt, die ist dann halt immer ein bisschen ungünstig für eben jene Abfahrt und das Ding hält da. Und würde da auch bestimmt 6 Minuten stehen, ohne dass du was machst. Sind da Leute? Naja, da stehen halt Autos davor, ne? Achso, ich dachte, das sollte auf irgendeinen blöden dunklen Parkplatz fahren oder so, das Auto. Dann lässt du das Ding weiterfahren. So, dass es ihr für euch perfekt steht. Ja, auf der Straße. So einen dunklen Parkplatz, wo es halt keiner so gut sieht, quasi. Ja, so unter diesen Abfahrten, ne? Da sind meistens irgendwelche blöden Dinger, wo man stehen kann. Da ist es immer saumäßig dunkel und da ist meistens keiner, weil irgendwie die Leute das ja alles für eine zwielichtige Ecke halten. Deswegen geht da niemand hin. Es ist zwielichtige Ecke. Ja. Dann wollen wir doch jetzt gleich noch etwas dafür tun, damit die Leute sich in ihrer Ahnung bestätigt sehen. Ich dunkel die Lichter ab. Vom Auto. Düster. Ja gut, das Auto fährt in eine zwielichtige dunkle Ecke unter der Abfahrt und bleibt dort stehen. Ich hoffe, die haben jetzt nicht die Bullen gerufen schon. Dann mache ich jetzt die Tür auf, schau da kurz rein, was sitzt denn da drin? Ein Troll mit einer Vindicator, der lässig anfängt, sein Riesending rotieren zu lassen und damit meine ich selbstverständlich seinen Penis. Also da ist der Typ und seine Aale. Der Typ sieht aus, als hätte er eine ziemlich saftige Milz. Dem schlage ich einfach ins Gesicht. Solltest du ihn vielleicht... Du bist so grausam. Das finde ich so schön. Endlich mal bin ich nicht diejenige. Du haust dem Typen einfach ins Gesicht, weißt du was? Ja. Mach mal. Ich will gucken, ob er stirbt. Der hat hier eine saftige Milz. Genau deswegen. Ich meine, wenn er schon tot ist. Dann kann Jojo auch rumschnibbeln. Moment. Ich muss immer gucken, wie viel. Dabei ist es doch so einfach. Es sind immer nur dieselben Würfel. Lass mich mal kurz. Waffenloser Nahkampf. Ein schöner Tag. Die Welt steht still. Ein schöner Tag.
Kenne ich nicht. Das ist für diese, das ist so eine schöne Slow-Motion-Sache. Was war doch, ja. Was war denn das? Bier, hier? Das war Bier. Echt, war das nicht Kaffee? Nee, das war Bier. Ich dachte mal, das wäre Kaffee-Werbung. Zwei Folgen. Wie viel Schaden machst du? Warte. Ich muss es kurz verifizieren. Dürften so 10, 12 sein, ne? 9K bzw. G und ich will natürlich gerne G machen. Also machst du 11G. Das ist okay. Ja, der Typ. Und du halt sagst dabei Schnauze! Ja, das, also seine Schnauze, ne, die ist jetzt quasi um einige Zentimeter weiter nach hinten verschoben, während er so in Slow Motion auf die Dame fällt. Und ja, also der wird. Nee, der braucht Gesichtschirurgie. Sehr gut. Jojo geht in aller Ruhe ums Auto rum, öffnet die Tür, wo die Dame sitzt. Das ist ein Raum mit den beiden. Das weiß ich, dass das ein Raum aber, ist, aber... Nee, du musst ja, es ist tatsächlich, es ist zwar eigentlich ein Bus, aber das ist hinten mit diesem Van-Ausgang, wo dann so eine kleine Treppe noch runterfährt. Das heißt, Kaban hat die beiden Türen ja schon aufgemacht. Ach so, das sind beide, nee. Sind beide offen, okay. Nee, weil wenn der Typ nämlich auf sie draufgefallen ist, dann ist es so schwierig, dass sie aussteigen kann. Und da wollte ich ihr doch noch die Tür öffnen, dass sie einfach raus kann und einfach nur von sich runterhieven muss. Ach so, na, wenn du willst, kannst du Billy bitten, diese Treppe ausfahren zu lassen. Treppe fährt aus. Okay, ja, Jojo geht da rum, hebt eigentlich nur die Hand, hat die Knarre in der anderen Hand und macht so diese Geste, komm mal raus. Oh mein Gott, bitte verstehen Sie mich! Ich hab Kinder! Kinder! Klappe! Der Typ ist bewusstlos immer noch, ne? Ja, du hast 2K plus die ganzen G, weißt du? Der ist raus. Gut. Du, ganz kurz nur angesagt, Spielleiter, weil vorhin schon gesagt wurde, hoffentlich nicht die Bullen gerufen. Ich habe natürlich auch deren Comlinks unter Observation. Mach mal elektronische Kriegsführung und Logik, bitte. Ja, machen wir doch glatt. Elektronik, Warfare und Logik. Jo. Weil VR? Ja. Das sind zwei Erfolge. Oh, ich würfel heute, perfekt. Zwei Erfolge. Machst heute die Flummi. Jutti, haben sie noch nicht gemacht. Dann bleiben die jetzt auch nicht mehr in der Situation, dass sie das tun können. Ja, Kaban packt einen Plastikbeutel aus. Das reicht, wenn Jojo kurz den Störsender anmacht, sonst. Den macht sie, sagt Bi kurz Bescheid, macht kurz den Störsender an. Ja, setz mir doch einfach die Frequenz fest, dass ich nicht rauskriege bei dir. Ja, genau das meine ich ja. Jo, dann passt das. Die, übrigens, so, ne, der läuft so viel Rotz übers Gesicht und die wimmert so kläglich. Das ist. Das ist schon herzerweichend. Billy guckt ein Video über. Billy guckt ein Video über Katzenbabys. War so klar. Die kleinen Katzenbabys, die spielen so lustig miteinander und die eine Katze, die kämpft mit dem Drucker. So süß! Jojo hält dir einen Kretstick hin. Sollst du voll machen? Sie nimmt ihn mit zitternden Händen und führt ihn ein. Und dann habt ihr... ja, dann bekommt ihr 200 Nuyen darauf geladen. Haben die noch Schmuck oder irgendwas an sich? Ja, also die Plastiktüte, so wie vorher gehalten. Wertsachen, da rein, alle. Jutti, sie gibt ihre Ohrringe ab und sie hat so ein Fußarmband, du weißt, was ich meine, ne? Mit Fußkettchen. Fußkettchen mit Glitzersteinchen. Mit edelsten Glitzersteinchen aus Glas. Sawalski ist auch Glas. Ihre Comlinks? Mhm. Dann gibt sie dann noch ihre Comlinks rein. Aber erst darf sie noch bei ihrem Macker aufs Ding und vielleicht da das Geld runterziehen. Ihr habt nochmal 100 Nuyen davon. Blumi, schreibst du das alles mit? Ich schreib das gerade mit. Ah, okay. Des Weiteren. Wertsachen. Ja, sie hat noch so eine andere elektronische Spielerei.
Das ist Cyberdeck. Klar. Da kommt ja Cyberdeck mehr von 80.000 da rein. Nee, das ist so ein Gerät, da kannst du so Dinge machen. Vibrator. Das ist kein Vibrator. Nee, nein, das ist eine automatische Fensterputzdrohne, die aber extrem klein ist und deswegen nicht auffällt und deswegen auch gar nicht so billig ist. Cool. Warum hat sie dabei? Warum liegt cool da Stroh? Weil sie ein Brillenträger ist. Auch das ist der Grund. Sie legt ihre AR-Brille mit Sichtverbesserung da rein. Cool. Oh. Also ich fand den schon ziemlich gut, muss ich sagen. Da muss man auch mal... Ne? Es wird echt anstrengend, das alles zu entdecken. Gut, dass ich den Störsender habe. Ja, sowas wirst du auseinanderbauen, weil es dann vermutlich mehr wert ist. Die Brille ist nämlich ziemlich hässlich. Okay, ich werde es auf jeden Fall auseinanderbauen. Ja, wenn die dann alles fertig hat, dann soll sie wieder einsteigen und dann kriegt sie auch noch einen Klaps in den Hinterkopf, dass die einschläft. Bam, Junge, bam! Kannst du die bitte noch an den Oberschenkel kneifen, dass sie am Ende denkt, sie ist geraped worden oder so? Er meint ziemlich weit oben am Oberschenkel, glaube ich. Ja. Oh yeah. Machst du oder soll meinst ich? Meinst du das ernst? Ach ja, also bitte. Joystick! Je schlimmere Presse, desto besser, mein Freund. Hier darfst du mal richtig Arschloch sein jetzt. Okay. Dann wird das auch gemacht. Du knallst dir in den Oberschenkel. Ja, also so, dass sie halt blaue Flecken an den an den beidenseitigen Oberschenkeln kriegt. Willst du noch ein ganz dezentes Würgemal hinterlassen? Oh ja. Dezent. Würgemal wäre auch noch gut. So, dass das schön mit ihrer Schminke harmoniert. Ja, und die Hose kommt dann, bleibt offen. See. Na, halb runtergezogen bitte, ansonsten wirkt das doch nicht, wenn die nur offen ist. Die zieht doch keiner Mensch wieder hoch. Ja. Ein bisschen zerrissen und dann ist gut. Ja, jetzt, ne, wir müssen runtergerissen und ist gut. Jetzt ist die Sache, ne? Also die Sache ist halt, man kann ja durchaus durch die Rechtsmedizin erkennen, ob Penetration stattgefunden hat. Ich werde jetzt nicht vergewaltigen, du kannst vergessen. Wenn, nein, das sollst du doch gar nicht. Flummi hat einen Joystick. Oh, wenn. Nee, jetzt nimm's überhand, ganz ehrlich. Leute. Dicht und deep. Und wenn ihr jetzt nicht anfangt. Er wollte gerade, das reicht doch schon, dass man quasi den Vorsatz sieht. Man muss da nicht drin gewesen sein. Plus, vielleicht ist ja das auch, wird sie das auch gar nicht rechtsmedizinisch untersuchen lassen. Die Möglichkeit besteht. Gerade bei sowas ist das cool. Sehr wahrscheinlich. Ja, natürlich, das passiert nie. Eine Dunkelziffer bei Vergewaltigung ist unglaublich hoch. Ja, okay, ihr seid mal wieder Pussys. Ja, Entschuldigung, wir haben ein bisschen Achtung vor Frauen. Bitte was? Ich bin ernsthaft am Überlegen, die Nummer bei dem Typen auch durchzuziehen. Aber dann anal, da darfst du reinstecken, bitte. Das finde ich jetzt sexistisch, Freunde. Also das kann man nicht machen. Entweder beide oder keiner. Ja, eben, deswegen ja. Der Typ ist genauso dran. Nein, aber ich meine, bei ihm dann auch nichts reinstecken. Nee, muss okay. Ja nicht. Der kriegt nur irgendwie entsprechend. Der kriegt man da blaue Flecken als Kerl. Höchstens vom Festhalten oder so. Du kannst ihm höchstens Arschhaare rausreißen. Ich will das nicht anpacken. Du außerdem hast, ist das ein Elf, der hat keine. Dabei. Du hast Ducktape dabei. Stimmt, aber es ist ein Elf, der hat keine Arschhaare. Damn! Das glaubst du nur, weil Billy das immer dir erzählt hat. Man müsste das schon mal verifizieren. Das ist ein Urban Myth. Das wird jetzt verifiziert. Leider nicht. Nein, wir wollen jetzt losfahren, weil wir keine Zeit mehr haben. Hey, 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 Deli. Ganz vorsichtig, auch ihm muss die Hose runtergezogen werden. Genau. Keine Gleichberechtigung. Anfrage. Billy hat recht. Auch der kriegt noch ein paar Würgemale und dann ist gut. Den von muss dir. Er nicht. Muss er nicht mal ein paar blaue Flecken halt. Von dir? Vom Festhalten. Von Karma. Gut, der hat schon ein blaues Gesicht. Ja, ich drück da immer mal zu und dann ist es gut. Ja, es muss ja nur so aussehen, als hätte man den irgendwie festgehalten und ein bisschen Spaß gehabt. Ich hätte mal Wasser und Mehl oder sowas vorbereitet. Nee, den Fake hätten die sofort geübt. Schade. Ja. Egal. Auf jeden Fall kommen die beiden ins Auto und das Auto wird dann wieder an Billy übergeben und darf dann wieder nach Hause fahren. Also der... Der richtigen Route folgen wahrscheinlich. Billy möchte ihre Spuren verwichsen. Und
Lässt sie dann nach Hause fahren, ja. Geschafft. Juhu. Sehr gut. Wir aktivieren den Störsender und entfernen uns. Der ist schon die ganze Zeit aktiviert. Ja, ja, ich wollte es nur mal noch angesagt haben. Hast du solche Angst? Warum das denn? Störsender. Ich könnte mein Auto verlieren. Braucht keine Sau. Jutti, wenn ihr dann fahrt und Flummi gedanklich das Inventar durchgeht, 1220. Gut. Wisst ihr, was witzig ist? Hm? Die haben euch insgesamt 300 überwiesen und ihr habt das einfach hingenommen. Ist doch okay. Ich dachte, ihr nehmt die volle aus. Es geht doch jetzt gar nicht wirklich um den Rape vom Money her. Es geht doch tatsächlich nur um die Bad Publicity. Ich dachte nur, ich dachte, ja, ich hab das gemacht, okay, und dachte mir, boah, jetzt verprügeln sie die richtig. Wir hätten noch in den Bauch schlagen können und so weiter und so fort. Ja, ist mir auch eingefallen, aber nee. Nur. Machen wir beim nächsten Mal. So. Na, man muss sich ja steigern. Ja, muss ja schlimmer werden. Sinn. Deswegen haben wir jetzt auch... Hallo, wir sind total aufgeregt gewesen, weil wir vorhin einen super geilen Move gemacht haben und deswegen haben wir das halt vergessen. Erst Täter. Also bitte, jemand schreibt sich auf, 820 habt ihr insgesamt minus wegen der Motorräder, ne? Ja. Oder wegen des Flumsi macht Kassen. Ja, Flumsi macht Kasse. Juhu, dankeschön. So, das lief ja ganz gut. Nächster Überfall. Kommen heute noch welche in diese Gegend? Jemand kann mal Edge würfeln. Ich mach schon. Das ist dein Job. Ach, oder Kavan? Ich hab beim letzten Mal verkackt. Stimmt, dann verkacke ich jetzt. Los. Siehste? Immerhin ein Erfolg. Ansagen. Ein Erfolg, Verzeihung. Da kommt noch ein Van. Spielleiter. Der überlegt gerade, was er mir für einen Erfolg gibt. Wenn Kava mit seinen drei Würfeln einen Erfolg gehabt hätte, wäre noch einer gekommen. Da kommt auf jeden Fall noch einer, aber lass mich doch bitte die Sache noch kurz durchdenken. Das wird ein schwerer, sag ich. Da sind jetzt die beiden drin in Vollplatte. Ja, mit der Vindicator. Ja. Das sind die Panzertrolle mit der Vindicator. Das sind die beiden Orks of Angel Dust. Auf Cram. Angel Dust ist doch Pipi. Auf Kamikaze. Oh, läuft. Ich werde aber nicht in dem Auto noch nicht mehr. Ich will das Auto so nachschicken. Gut, dass ich eine Waffe dabei habe. Gut, dass ich eine Waffe bin. Wow, wir müssen dringend an diesen Sprüchen arbeiten. Ich muss sie erstmal wegatmen, wenn du sowas sagst, ja. Wieso hast du gefurzt? es kam nur Scheiße aus meinem Mund, aber das war kein Furz. Nee, das wollte ich jetzt damit nicht sagen, weil bei Wegatmen denke ich immer dran, wenn ich furze, dann muss man dann wegatmen schnell. Sag mal, wenn du einen fahren lässt, drehst du dich dann um und machst ins Polster oder wie soll ich mir das vorstellen? Klar, ich dreh mich in die Couch rein mit dem Gesicht. Alles mein. Laufe. Alles mein. Du riechst auch an Satteln, ja, ja. Genau, Settel, das ist dieses Satteln. Ja, bitte, bitte. Das ist dieses. Ah. Das ist wieder der Kicker an der Bong, weißt du? Genau das. Nicht husten, nicht husten. Ah, alles safe. Du musst einfach nur so machen, als wie deine Mutter kommt. Deine Mutter. Es ist wirklich schön, dass jeder so rauchen gelernt hat, oder? Ja. Ja. Warum? So. Weil es funktioniert. See. Und weil Kinder nicht besonders kreativ sind. Das Schöne ist, ich habe in meiner Kindheit nicht einmal geraucht. Personal Details. Ja. Überhaupt nicht cool. Buh. Ich gehörte zu den coolen Kids. Ich musste nicht rauchen, um cool zu sein. Ja, das haben sie allen erzählt. Yep. So. White Russian, Lungenkrebs ist cool. Auf jeden Fall. Da kommt noch ein Getriebe. Sind das für Leute? Ja. Das sind... Wenn er schon so Luft holt wieder. Überlegt er. Er weiß es halt immer noch nicht. Scheiß drauf, das sind... ich will das eigentlich nicht. Wir machen das nicht. Fickt euch. Einfach Mafia. So ein Typ, der da jedes... Auf jeden Fall. Typ, der da jede Woche hinfährt. Der hat richtig viele Freunde, zum Beispiel auf den ganzen sozialen Plattformen, nämlich zwei.
wovon eine Freundin seine Mutter ist und ein Freund sein Bruder, sein Vater ist nicht sein Freund ausdrücklich. obwohl seitdem er da auch aktiv ist. Seitdem die sich im Puff getroffen haben, sind die nicht mehr gut miteinander. Nee, die können sich nicht mehr in die Augen. Als wenn die auf dem Land kommen. Beziehungsstatus kompliziert. Sogar sehr kompliziert. Er arbeitet bei im Staffer-Scheck. Es ist ein Staffer-Scheck, der bei seinen Arbeitszeiten tatsächlich deutliche Einbußen hat. Die Leute kaufen nichts, wenn er da ist. Das ist ganz schlimm. Warum der da arbeitet, ist nicht ganz klar. Vermutlich deswegen, weil er so gut wie kein Gehalt kriegt. Er lebt ja auch noch bei Mutti, deswegen sind sie befreundet. Okay, er lebt auch bei Vati, aber die sind nicht mehr. Ist egal. Auf jeden Fall, der Typ, ne, das ist so der... Ja, der ist schon... Gerissen. Der wird vielleicht nicht so viel Monetos bringen. Aber der wird sich vielleicht auch nicht zwingend wehren. Aber hat jetzt aber den Eindruck hinterlassen, dass er es richtig gern gemacht hat, in die Fresse zu hauen. Ja, ich werde das weiter kultivieren. Ich übe halt nicht gerne, ich hau den Leuten einfach mal so ins Gesicht. Ja, ich werde das weiter kultivieren, Kammern. Guck mal, die da, ja. Der kann es auch ins Gesicht hauen. Nee, jetzt nicht, wir warten jetzt auf das... Wir sind ja auf dem Run. Ja, aber dann kannst du üben, weißt du? Schon mal trainieren. Ja, ich übe nicht gerne, ich hau Leuten einfach nur gerne ins Gesicht. Ja, aber aufwärmen. Sie zeigt übrigens auf die Frau, die den leicht paranoiden Blick eines Runners hat, die so, du erkennst das ja, du kennst ja ein bisschen mehr aus, die so ganz leicht die Fingerkuppen versteift hat, als wären da vielleicht Nagelmesser oder sowas drin. Eine Frau mit offensichtlichen Cyberaugen, die Leute aus dem Weg schubbt, wenn sie ihr entgegenkommen. Eine Frau selbstverständlich in einem schwarzen Ledermantel und eng anliegenden Lederklamotten, das ist klar, die auch offensichtlich zwei Pistolen trägt. Das ist eine Messerklaue. Der hau ich jetzt nicht aufs Maul. Wir sind auf dem Run. Heißt sie Barbara? Das weiß ich nicht. Schade. Kannst ihr mal ihre gefakte Sinn angucken, ob sie Barbara heißt? Sie heißt Venus. Venus. Verstehst du? Von Gillette? Nee, den habe ich jetzt nicht verstanden, aber das war witzig. Total. Ich fand das schon schön. Ich schäme mich. Ich dachte eher an Venus-Fliegenfalle, aber nicht so schön. Nee, ich fand Gillette besser. Der Junge kennt sich aus. Beauty. Entschuldigung, wir machen Junge. Das jetzt folgendermaßen. Ihr wartet an einer ähnlichen Stelle auf den Buben. Und naja, ihr werdet dieselbe Nummer abziehen. Der Typ wird euch einfach, wenn ihr die Tür aufreißt, willst du ihm gleich K.O. hauen, oder? Nee, dann kann der ja nichts mehr überweisen, wenn er alleine ist. Okay. Er kriegt einen Schlag in die Magengegend, der ihn nicht direkt umbringt. Okay. Und auch nicht direkt bewusstlos macht. Er wird, aber nachdem er diesen Schlag abbekommen hat, wird er sich rückwärts auf die Sitzbank fallen lassen, was irgendwie natürlich ist, und wird dann einfach direkt anfangen, alles rauszugeben, inklusive seiner Schuhe und sowas. Also der erwartet, naja, in der Gegend, Schuhe ist schon wichtig, ne? Der erwartet also, komplett ausgenommen zu werden. Ja, dann soll der auch noch auf Scratchy überweisen. Okay. 1, 2, 3 mehrfach. Ja, bei dem ist tatsächlich diesmal, ne, der überweist euch auch direkt alles. Das könnt ihr auch nachgucken. Auf seinem Konto ist jetzt gähnende Leere. Kann insgesamt. Der ins Minus gehen? Mutti hat leider den Dispo ausgeschaltet für ihn. Er hat damit immer nur Unsinn gemacht. Oh. Na okay, er hat ein 100er Dispo. Insgesamt sind das nochmal 370 von ihm. Ich hätte jetzt 150 erwartet. Nee, mit Comlink und allem schon. Ach so. Huhu. Also der Junge wusste Bescheid, wie es geht. Beauty. Über die Comlink-Verbindung kommt gerade von Jojo. Bin ich froh, dass ich so nicht meinen Lebensunterhalt verdiene. Das würde auf Dauer echt langweilig werden. Der Typ kriegt dann halt auch noch einen Schlag ins Gesicht, dass er halt ohnmächtig wird und dann wird das Fahrzeug wieder weggeschickt. Als er euch das letzte Item gegeben hat, was dann vermutlich das Comlink sein wird, sagt er, bitte nicht nochmal, hau! Und dann ist er weg. Schade. Gut, dass nur Carman ihn anfassen musste. Der ist bestimmt eklig. Deswegen habe ich keine Schuhe. Warum mag denn dann niemand? Weil er ein Gesicht hat. Butterface. Gulaschfresse ist falsch, Gesicht wie ein Turnschuh ist falsch. Ja, ihm genetisch vermutlich fehlt ihm eine Wange zu einem Drittel.
Er hat eine ganz, ganz furchtbar operierte Lippenkiefer-Gaumenspalte. Das eine Auge hängt ziemlich zu und er hat einen Blick wie Napoleon Dynamite. Sag mal, Kavan, sollen wir ihm nicht vielleicht doch wirklich den Kopf abschneiden und ich glaube... Nein. Den Schrumpfkopf rausmachen, ich will jedem zeigen, wie hässlich der ist. Der kommt auf die Windschutz. Für Jojos Schlüsselband, Schlüsselbund. Schrumpfkopf. Aber ich glaube, seine Organe sind hübscher als er. Nein, Abmarsch. Ich packe das Auto, ja, mach die Tür zu, schieb Jojo von der Tür weg und lass uns Auto fahren. Ich komm mir gerade ein bisschen Organe. Ich komm mir gerade ein bisschen bevormundet vor irgendwie. White Russian Top Tier Runner. Die Leute überfallen. Mehrmals. Und sie bekommen halt einfach so 1000 Yen insgesamt zusammen. Also, jetzt, Alex, setz dich mal schön hin. Also, vielleicht tust du es ja schon, aber du setzt dich nochmal hin, ja? Wenn du liegst, nein, du sitzt jetzt und jetzt hältst du dich fest. Jetzt denkst du mal zurück. Wie sie angefangen haben, ja. Aber jetzt sind es einfach Runner. Innerhalb von einem Ingame-Jahr, ein bisschen mehr als einem, die einfach Autos überfallen und Menschen darin, ja. Ey, wie krass das einfach ist, was die erreicht haben im Leben. Alter, es ist so gut. Das ist ja Fast Jack quasi. Nur noch krasser. Und mal drei. Was kann man denn da noch erwarten? Nichts. Ich bin jetzt offiziell, weißt du, es ist halt einfach zu krass gewesen. Ich kann denen keine Herausforderung mehr entgegenstellen. Züricher Orbital, ja, zu einfach. Können sie jetzt halt. Muss ich sie auf den Mars schicken oder so? Auch zu einfach. Also, was da geleistet wurde. So. Es ist noch nicht ganz vorbei mit der Episode. Ich habe ja gesagt, die müssen noch ein bisschen mehr, also sollten noch vielleicht ein bisschen mehr machen, um das Asset adäquat zu schädigen. Das wird in der nächsten Folge passieren. In der nächsten Folge. Und ja, genau, dann kommen wir doch mal zum Abschluss. Ansonsten, Mad Russian Tango und der Rest, ne, ich habe es oft genug gesagt. Es steht auch da. Wir müssen uns gar nicht mehr absichern als mit diesem Text. Aber es ist halt so gewohnt. Verzeih mir. Tschüss. Ja, mal was anderes. Ich spreche nochmal ganz zum Schluss, obwohl der Trolley schon das Outro gemacht hat. Ist der 15. Juni oder Juno heute. Wenn ihr das hört, ist... Warte mal, 3 Wochen wahrscheinlich schon hier, so nach dem Motto. Weil jetzt noch die 14 und die 15 kommt und das ist die 16. Und dann werdet ihr das zu hören bekommen. Live aus meinem Studio melde ich mich zu Wort und gebe hiermit bekannt, dass ich offiziell zurücktrete. Es haben sich einfach ein paar Sachen dahingehend entwickelt, dass man beschlossen hat, also man, in dem Fall ich, beschlossen haben, dass ich aufhöre, weil ich halt einfach aufhöre und mehr brauche ich eigentlich dazu gar nicht zu sagen, weil es eh keinen interessiert und mich auch keiner fragt und deswegen schreibt ihr auch nichts dazu in die Comments und jetzt habe ich gerade nochmal den Trolli geärgert und wollenderweise. Ich wünsche euch weiterhin dann viel Spaß mit den White Russians. 17 und 18 ist ohne mich, dann kommt anderes Zeug, wovon ich keine Ahnung habe. Ich wünsche alles Liebe und Gute, lieber Alex und alle, die ich normalerweise namentlich melde oder ansage. Ich wünsche euch Spaß, vielleicht werde ich irgendwann mal wieder was alleine starten, aber ne, bis dahin gehabt euch wohl und denkt immer schön an Billy. Ach, kurz noch zur Geschichte, was mit Billy passieren wird. Billy ist einfach verschwunden, sie ist einfach weg. Keiner weiß, wo sie hin ist. Ich hatte mir eigentlich gedacht, die fängt bei Evo an oder so irgendwann. Oder eigentlich noch besser bei Aztec als Transvestite Technomancer bei Aztec arbeiten. Das kommt total gut. Nein, Spaß beiseite. Billy wird einfach weg sein. Ich habe gehört, dass Jojo nach ihr suchen will. Aber wenn Jojo dann zu ihr nach Hause kommt,
wird die Wohnung komplett leergeräumt sein, ohne jegliche Spuren, sowie auch, dass Boris und Valeria nichts mehr wissen, was los ist, nicht mal der Doktor. Keiner weiß, wo sie ist, und es ist auch gut so. Und jetzt mache ich dann tatsächlich Schluss. Tschüss.